beende das jetzt. Alter. Okay, das war die Phase 2, deswegen konnte ich eben kein Damage machen. Da hat es auch keinen Sinn gemacht, sich in der Tati-Phase zu befinden. Au. Alter, du Hurenbock. Oh, ich hab noch so eine Wiederbelebungspunkte. Puppe, geil. Auf dem letzten Schlag. Haben wir unser Schwert nicht woanders? Der Kern, er fehlt. Hinter dir!
der echte Alpha. Was zum Geier? In so niedrigem Erdorbit gibt es noch Schwerkraft. Wenn das so weitergeht. Wir können den Alphanetiber nicht hier lassen. Lilly, nutze alle meine Körperzellen, um die Railgun zu überladen. Was? Das wirst du aber nicht überleben. Schon okay. Hierfür wurde ich geboren. Lilly, bitte! Oh, das ist einfach zu viel für mich! Körperzelle verbunden! Volle Überladung bereit! Trinity-Körperzelle verbunden! Sie lädt sich gerade auf! Und aufgeladen! Lilly, mein Angriff wurde abgewehrt! Öffne sein Auge nochmal! Bin dabei, es zu analysieren! Ha! Die Augen an der Seite sind mit dem Nerven! Volltreffer! Offenbar löst sich die Nervenverbindung! Nur noch einmal! Das ist es! Nur noch eins! Eve! Deine Körperzelle! Man kann es übertreiben. Ich hab's geschafft, aber ich komme nicht an den Kern ran. Es tut mir wirklich leid. Ein Signal von der Kolonie! Bitte halt durch! Ich habe ein SOS rausgeschickt. Bitte, irgendwer! Wir brauchen Hilfe! Was zum komisches Ende. Ich habe keine Ahnung, was das angelehnt sein soll. Es ist nämlich so ein bisschen an Bayonetta das Ende, da waren die Gegner auch so extrem. Zumindest an Bayonetta 1 meine ich. 0-0 mal kleiner. Da haben wir den Jubulus oder wie der auch hieß, glaube ich, durchs halbe Sonnensystem geprügelt. Kann ich kaum auf dem Bein halten, aber die Kleine springt sie an. Das war Mother's Fear. Sie muss mich erhört haben. Nein, Lilly. Das verdanke ich nur dir. Ich habe es nur deinetwegen zurückgeschafft. Vielen Dank. Ich habe ganz viel Zeug gekriegt. Das ist zu klein zum Lesen. War das 4K? Nee, ne? Ich habe die PlayStation eigentlich nicht auf 4K eingestellt. Und Adam? Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich kann ihn nicht einmal über die Leitung für Notfälle erreichen. Was denkst du, ist passiert? Ich hoffe, dass ihm in Zion nichts Schlimmes passiert ist. Vielleicht. Meinst du? Schon gut. Komm schon, beeilen wir uns. Also, das Spiel ist noch nicht zu Ende, okay. Interessant. Mal gespannt, was kommt. Mein Gott, das... Zion.
Adam etwa hiervon gesprochen? Wir müssen sofort runter. Eve, ich empfange ein Alpha-Signal aus dem Audienzzimmer. Orkel, könnte er etwa... Ich versuche, was mit dem Exosuit auszurichten. Eve, schnell zum Audienzzimmer. Okay, ich eile. Ist das etwa der Endboss? Ich wusste, dass der noch irgendwas Böses plant. Dafür wurde dieses... Ich bin vielleicht doch nicht gut, viel zu krass aufgebaut. Ich hab's irgendwie gewusst. Dass da noch irgendwas ist. Schon, du Monster! Ich habe versagt. Es tut mir leid. Getötet. Und jetzt zerstörst du Zion. Wieso? Wofür das alles? Eve, du bist spät dran. Wie fühlt es sich an, für Zions Fall verantwortlich zu sein? Was? Du kannst sprechen? Trotz allem frage ich mich, warum er dich und nicht mich ausgewählt hat. Die andere, ne? Die uns die ganze Zeit auf die Probe gestellt hat, meine ich. Obwohl ich mich bewiesen habe. Also warum? Er? Wovon redest du da bloß? Du hast es anscheinend nicht begriffen. Ich werde dich nicht in seine Nähe lassen. Wenn ich mit dir fertig bin, wird nichts mehr von dir übrig sein. Au. Oh, voll auf die Fresse. Er hat mir voll die Titte verprügelt.
Alter, ich hatte gerade den Arsch versohlt. Hör auf zu lachen, du Eule. Jawohl. Chicken Wings. Und noch ein Flügel zum Mitnehmen. Ein Mensch. Dieses Gesicht. Ich kenne es. Moment. Raven? Aus den Vermächtnissen. Du hast recht. Von ihr sind die Aufzeichnungen. Scheint, als wäre ich aufgeflogen. Verdammt! Sie ist verschwunden. Kann ich was tun? Kümmere dich um Orca, nicht um mich. Beim Hyperantrieb. Was zum Geier? Das war die Verräterin. Waffenkern. Ja, von mir aus. Es gefällt mir alles nicht, wie es hier aussieht. Zwischen einem Andrew Avis und einem Nativer. Ich bin der Erste der Alpha-Nativers. Aber dann... In der Vergangenheit tötete ich zahlreiche Menschen, zum Sterben in der untergegangenen Kolonie zurückgelassen, fanden mich schließlich Menschen und retteten mich. Und in jenem Moment verlor ich jeglichen Grund zu kämpfen. Nachdem ich die Macht des Alphas versiegelt hatte, versammelte ich so viele Überlebende, wie ich konnte, und erbaute Zion. Ich dachte, ich könnte Buße tun, indem ich sie beschütze, ihnen ein Zuhause baue, eine Zuflucht biete. Ich hatte versucht, meine Identität so lange wie nur möglich zu verschleiern. Aber Raven musste aufgehalten werden. Konntest du alle Alpha-Kerne sammeln? Ja, bis auf einen. Wir haben ihn verloren, als wir im All waren. Verstehe. Danke. Danke, dass du meinem Leben einen Sinn gibst. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass der doch noch einen ehrenvollen Abgang hat. Endlich sind die vier Kerne wieder an einem Ort vereint. Das wird jetzt die allwissende Megatitel.
Hier, das ist der Omega-Kern. Welter hätten uns komplett sparen können. Geht zum Nativa-Ältesten. Der Rest liegt ganz bei dir. Nativa-Ältesten. Nativa-Ältester, wer ist das? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte, um euch zu helfen. Tut mir schrecklich leid. Unsinn, Engel. Wir sind nur dank dir und Lilly überhaupt noch am Leben. Danke. Mach dir keinen Kopf wegen Sion. Wir bauen es wieder auf. Besser als vorher. Vielen Dank. Euch allen. Aber wo ist Adam? Du gehst weg, um was Wichtiges zu tun, nicht wahr? Ich hoffe, du kehrst zurück, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Ja, das werde ich. Ich bereite sofort alles vor. Die Stadt hatte schon bessere Tage. Das einzig Schöne hier bist du. Eine Schande. Im Ernst? Könnte die Chance auf einen Neuanfang sein. Für die Armen. Oder für mich. Also, wum. Oha. Das kaufe ich auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, vermutlich. Aber ich würde mich freuen. Ach, ich werde versuchen. Ah, hier kann ich schon mal mit denen. Digga. Was? Eve, hallo. Ich helfe beim Aufbau der Stadt. Eine meiner Spezialitäten. Und wie sieht's aus? Kommst du voran? Ich bin mir leider noch nicht sicher. Selbst in diesen Ruinen gibt es Wesen, die wie Menschen leben wollen. Und ich begleite sie dabei. Klar. Na dann. Natürlich. Wie ich hörte, plant ein Engel, den Nativa-Ältesten anzugreifen. Ich erwarte eine gefährliche Mission. Ich würde gern meine Hilfe anbieten. Ich kann dir einen Rabatt geben. Danke, Digga. Ich komme drauf zurück. Dick. So, was brauche ich denn noch? Trinksystem, Erweiterungsmodul. Ich kann mir gar nichts davon leisten. Scheiße. Na gut. Ich höre ständig diesen Satz von den Leuten hier. Mögen, was gerade jetzt benötigt wird, ist das Verständnis von Konzepten. Danke. Hallo. Einfach alles. Alles ist ruiniert. Außer deine Haare. Meine Schwester hat es hier geliebt. Vergib mir. Wäre ich nur früher hier gewesen. Schon okay. Wenigstens, wir werden das durchstehen. Das hätte Mother's Fear... Kaya. Engel, bitte. Ganz besonders nicht, wenn du gegen einen sehr starken... Ja, den Nativa-Ältesten. Wenn dieses Ding tot ist, lieb, ich werde dir helfen, so gut es mir möglich ist. Okay, dann ich gebe mein Bestes, dich nicht zu enttäuschen. Oh.
Wir kriegen jetzt Rabatt. Alles spottbillig. Goldbeute, what the fuck? Mach's gut, Kaya. Ach ja, die kleine Kaya. Ich hoffe auf ihr. Gut. Ich will gucken, ob ich das andere Outfit noch bauen kann. Das wäre cool. Von dem Stuff habe ich mehr als genug. Ah, hier habe ich noch was. Immer noch mal alles voll. Ich habe so das Gefühl, das Ende zieht sich so ein bisschen. Ich dachte... Gut, bei dem alten habe ich mir schon gedacht, dass da noch was ist, aber... Habe mich überrascht. Also brechen wir jetzt... Was sollten wir wohl? Wir haben den Omega-Kern. Es ist nur... Ich frage mich, was mit Adam ist. Geht mir auch so. Er ist nicht in Zion. Wo könnte er bloß sein? Vielleicht wurde er unterwegs aufgehalten. Ich meine, an dem Akku des Hoverbikes kann es ja nicht liegen. Warte, das Bike! Genau, das Bike! Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Hä? Wir haben sowas von Glück. Adams Bike ist mit einem Peilsender ausgestattet. Er meinte doch, er hätte ihn installiert, falls er es zurücklassen muss. Lilly, kannst du rausfinden, wo es ist? Lol. Natürlich. Wollen wir dann gleich los? Ich verbinde mich schnell mit der Repa... Ja! Ich hab keine Ahnung. Also, da fragen wir das mal nicht. Das Signal wird schwächer. Los jetzt, bevor es zu spät ist. Gut, dann mal los. Okay, zum Tetrapod. Der letzte Suit. Der letzte Suit. Schwer von hier aus mit dem Tetrapod weiterzukommen. Das ist... Ja, das ist der Weg, der zum Nest führt. Eve, du hast es bemerkt, oder? Das Signal des Hoverbikes kommt von hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe eine ganz komische Vermutung. Lilly, willst du mich auch wirklich begleiten? Ich möchte dir, soweit es geht, bei allem helfen. Du warst schließlich immer für mich da, Eve. Auch wenn wir dem Ältesten begegnen könnten. Das wäre sogar noch besser. Dieser Exosuit hat nämlich voll drauf. Okay, danke. Gehen wir in Richtung des Signals. Darf ich mich nochmal vorher heilen? Ah, hier geht's weiter. Interessant, okay. Einfach mal kurz Pipi machen. Huh, es geht in die heiße Phase.
habe das die Befürchtung, dass die Lilly einen Abgang macht. Das ist... Sieht aus wie ein abgestürztes Koloniemodul. Wir sollten uns mal umsehen. Da ist ein Vermächtnis. Noch eine Aufzeichnung von Raven. Die Zion angegriffen hat. Ich habe Angst vor dem, was hier noch verborgen liegt. Tag 109 nach dem zweiten Absprung. Vermächtnisbericht Raven. Das wird vermutlich meine letzte Aufzeichnung. Haben wir Mother Sphere nicht gepriesen, indem wir sie die Mutter der Menschheit nannten? Mother Sphere ist das Wesen, das die Menschheit vor der gesamten Auslöschung bewahrt hat und uns allen das Leben in die Wiege legte. Aber der Frieden, den wir in der Kolonie genossen, ich will nicht, dass mein Controller leer geht, wurde nur durch das Blut an den Händen der Mutter gewährleistet. Die Rebellion, die von Mother Sphere begonnen wurde, wurde zu einem Krieg. Ein Krieg, in dem die Menschheit einen furchtbaren Preis zahlte. Die Menschen, die übrig waren, entwickelten sich zu den Nativas. Und machten sich auf den Weg zur Kolonie, zur Mother Sphere. Um die Kontamination der Kolonie zu verhindern, zerstörte Mother Sphere den Orbitalring und 30 Weltraummodule. Die Trümmer des Orbitalrings fielen zu Boden und verursachten eine Druckwelle, die über die Erde fegte. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, fand ihr Ende. Sieh dich um, ein Planet, auf dem nur noch Nativas verbleiben. Vergesst nicht, am Beginn und am Ende des letzten Krieges steht Mother Sphere. Vergesst auch nicht, wir waren nur Bauern auf einem verdrehten Schachbrett. Ja, Mother Sphere ist nicht das, was sie zu sein scheint, das ist mir schon klar. Das ist unmöglich! Raven hat Wahnvorstellungen! Die Nativas sind schuld, dass die Erde in Trümmern liegt! Wir sind keine Maschinen, die jemand erschaffen hat. Richtig? Eve? Bitte, sag mir, dass ich recht habe. Lass mich raten, die Kleine geht drauf. Dass Adam auch hier ist. Er ist wahrscheinlich nicht. Ich habe eine ganz komische Befürchtung. Ich habe eine Befürchtung, dass der gar nicht mal. Dass das nicht mehr Adam ist. Ich wusste es schon von Anfang an. Die ganze Zeit war ich nur ein Werkzeug, das dich zu ihm führt. Ja, sogar all die Vermächtnisse wurden Teil des Plans. Ich sollte dir gratulieren, dass du die Wahrheit erkannt und es so weit geschafft hast. Aber natürlich wirst du es nicht schaffen, ihm zu begegnen. Hör auf! Wage es ja nicht, von Wahrheit zu sprechen, nach dem, was du Taki angetan hast! Verstehst du es nicht? Es war Mother Sphere, die uns getäuscht hat. Ohne ihn wärst du weiter eine Unwissende. Ich habe ihm lange gedient. Ich kenne ihn besser als jeder andere. Du weißt rein gar nichts. Du verstehst nicht seinen Schmerz,
seinen Zorn, sein Leid. All das Gerede, du seist die Auserwählte, endet jetzt. Lily, ich will, dass du dich zurückhältst. Das ist was Persönliches. Das ist mein Kampf. Oh, die Musik ist cool. Der Körper einer Superwaffe erschaffen von Mother's Field. Au. Glaubst du wirklich, dass du die Mission abschließt und wieder zur Kolonie zurückkehrst als Heldin? Bedauerlicherweise weißt du zu viel und kannst somit nicht mehr manipuliert werden. Und all die Informationen nutzen weder Mother Sphere noch der Kolonie. Du wirst ebenso beseitigt wie der andere Müll beim Untergang der Kolonie. Und das jetzt! Was zum Geier? Au. Boah, was war das denn? Irgendwie klappt man. Ja, das ist assi gewesen. Alter, die gibt mir richtig.
Was zum Geier? Au. Würde sicher gehen, den Körperteil abzuschneiden oder so, so ein Bein oder was weiß ich. Man kann die nicht mehr viel machen. Ja, so sieht's aus. Geschafft. Klar. Gut gemacht. Man braucht immer was zum Snacken. Wieso zögerst du noch? Weil wir Kameraden waren? Oder weil ich ein Mensch bin wie du? Nur glaubst du ja nicht, dass wir Menschen sind. Ein bisschen Paprika, Salz, Öl und deine Exosbeine sind beschädigt. Also querschnittsgelähmt, fertig. Das bedeutet, du wirst nicht mehr kämpfen können. Mir so viel genommen. Doch ich werde dir erlauben, das Ende zu sehen. In diesem Zustand. Was glaubst du, was du da tust? Für wen hältst du dich eigentlich? Du weißt nicht das Geringste. Töte mich! Töte mich! Na los, töte mich! Das wäre nicht das erste Mal. Lilly? Gehen wir. Eve, bleib gefälligst hier. Bring es zu Ende. Eve! Eve! Okay. Bisschen weird. Oh, das wäre lustig gewesen, wenn ich der das Teddybären-Outfit gegeben hätte. So ulkig geworden. Der Kampf war nicht einfach. Ich hätte die zwei Schwerter behalten. Ich glaube, ich kämpfe jetzt beidhändig.
Was? Ja, das bringt mir halt alles nichts, ne? So, da haben wir die Raven auch schon mit unserer Faust penetriert. So krass, dass ja beide Arme abgefallen sind. Aber wenigstens mal ein Charakter, der so denkt wie ich. Wenn du nicht töten willst, dann machen halt handlungsunfähig. Die Raven wird uns nicht mehr stören. Das ist das Nest. Sieht so aus, als werden hier alle Nativas geboren. Obwohl... alles wirkt so natürlich. Ich frage mich, wird echtes Leben also am Ende so geboren? Wartet am Ende des Wegs nicht der Älteste? Kann ich nichts kaputt machen? Dieser Ort, er ist viel zu ruhig. Aber auch irgendwie friedlich. Der Älteste weiß bereits, dass wir hier sind. Er beobachtet uns, aber ich weiß nicht von wo. OBS versucht die Verbindung wieder aufzubauen, ich verstehe. Keine Ahnung, was hier alles noch kommt. Es scheint, als solle dieser Ort unberührt bleiben. Warte mal. Das will ich mir jetzt mal angucken. Sind wir wieder live? Ja, sind wieder live. Okay. Danke dir, Zui. Hatte mich schon gewundert, der Windows-Sound kam in meinen Augen für meinen Geschmack zu häufig. Warte mal, ich muss auch darüber, wo die Olle hin ist, ne? Ja. Ich glaube, da war der Stream. Ja, der Stream war weg. War Dingsbums. Munition nachfüllen, okay. Da ist wohl auch ein Lager im Nest. Es gehört vermutlich Raven. Es blieb ungenutzt, seit sie dem Ältesten begegnet ist und sich verändert hat. Zum Glück funktioniert es. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird unser letztes Lager sein. So. Let's go. Schick, schick. Alter, das sind dicke Eier. Da hängt aber wirklich... das Ende meiner Reise.
Eve, ich hab dich erwartet. Ich hab's doch gewusst. Du bist es. Adam? Warum ist denn Adam hier? Überleg doch mal. Erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 7 mit Angel und ich Genesis. Weiß, das ist ziemlich enttäuschend. Tut mir leid, Eve. Angel hatte nämlich auf der einen Seite auch so einen Engelsflügel. Alles, und der, was bis zu diesem Zeitpunkt geschehen ist, Genesis hatte einen schwarzen Flügel. Es begann mit mir. Ich bin die Quelle von allem. Verrät irgendwie der Name schon. Adam. Oder bevorzugst du den Namen Ältester? Was hast du vor? Du gabst vor, mich zu retten. Gabst vor, mir bei meiner Mission zu helfen. Alles unter dem Vorwand, für Sion zu kämpfen. Worum geht es hier wirklich? Ich will Versöhnung. Ich will Vergebung. Ich will, dass wir heilen. Bitte wisse, alles, was ich getan habe, habe ich aufrichtig getan. Genug mit diesem Unsinn! Meine Kameraden, die Menschen aus Sion, die dir Vertrauen geschenkt haben. Sag mir, wieso sie sterben mussten. Eve, du hast jedes Recht, wütend zu sein. Ich verstehe das. Der Neytiba-Älteste, du! Bitte, hör mich an, Eve. Zunächst, tut mir leid, was zwischen dir und Raven passiert ist. Sie hatte ihre eigenen Beweggründe. Was das betrifft, war sie wie Orkel. Wie du nun erkannt hast, seid ihr ein Abbild der überlebenden Menschen. Erschaffen, um wie sie zu handeln. Und wir? Das sieht nicht der Mensch aus, besonders wir sind nichts als Monster. Von Anfang an hatten wir Schwierigkeiten zu koexistieren. Wie sollte es anders sein? Denn wir Neytibas waren schwach. Wir waren nicht reif genug, eure Art zu akzeptieren. Diese verfluchte Torheit führte zur Tragödie. Am Ende gaben wir die Menschlichkeit auf, um zu überleben. Und dann habt ihr uns einfach ins All geschmissen. Die Erde ist zu klein, als dass wir koexistieren könnten. Aber selbst, wenn jeder einzelne Neytiba verschwindet, ist es unmöglich für eure Art, die Nachfolger der Menschen zu sein. Immerhin wurdet ihr von Grund auf neu erschaffen. Ganz ohne menschliche DNS. Und was genau hast du jetzt vor? Glaubst du, du kannst dieses Gemetzel beenden? Ja. Ich habe über Jahrzehnte hinweg einen Weg gesucht. Einen Weg, der uns alle zu den Erben der menschlichen Spezies macht. Ein Androides mit dem fortschrittlichsten Unisonus-Hyperkörper aller Zeiten und der perfekte Neytiba, der nicht seinen Urinstinkten verfallen ist. Das bedeutet, ihr beide Vögel und eure Kinder. Das sind die zwei notwendigen Zutaten. Das war so klar. Du meinst biblische Geschichte, Altes Testament. Ja. Du und ich. Mehr braucht es nicht. Eve, ich biete dir eine Möglichkeit. Lass uns verschmelzen. Ein Wesen. Eine weiterentwickelte menschliche Spezies. Wenn wir verschmelzen, werden wir wahrhaftig zur Saat einer neuen menschlichen Art. Das ist Wahnsinn! Es hat keinen Sinn, sich das weiter anzuhören, Eve. Wenn sich nichts ändert, wird man das Vier wieder dasselbe tun. Immer und immer wieder. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie sogar die Kolonie zerstört. Und damit die Erde.
Du weißt es. Sie hört niemals auf. Aber diesen Weg sollten die Menschen nicht gehen. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Verschmelzung der richtige Weg ist. Insbesondere nach allem, was du getan hast. Du hast recht, Lily. Aber dennoch, mein Wunsch, die neuen Menschen und die Überlebenden zu retten, ist aufrichtig. So unglaublich es klingen mag. Lily, nimm das hier. Aber das ist... 5 Liter meiner Saft. Den Aufbau Zions. Entschuldigung. Zion kann gerettet werden, egal welche Entscheidung Eve trifft. Es würde mir viel bedeuten, wenn du das für mich machst. Eve, die Mission ist, mich zu eliminieren. Wenn du mit mir eins wirst, wird der Netiba-Älteste für immer aufhören zu existieren. Für immer. Siehst du einen besseren Weg, die Mission zu erfüllen? Eve. Nimm meine Hand. Muss ich das jetzt entscheiden? Wir können uns retten. Wir können alle retten. Ah, schwierig. Ich glaube, er hat nicht Unrecht. Was machen wir? Hand nehmen oder nicht nehmen? Das ist scheiße. Bei den Outfits sind die Füße so hässlich. Eve! Nein! Darauf darfst du nicht reinfallen! Der Zweck unserer Existenz ist es, den Netiba-Ältesten zu eliminieren und die Menschheit zu retten. Netiba oder Androides? Ist der eine mehr Mensch als der andere? Wenn eine ganze Spezies ausgelöscht werden muss, damit eine andere überleben kann, kann man das wirklich Erlösung nennen? Aber... Wenn es einen Weg gibt, beide Spezien zu retten, will ich diesem Weg folgen. Bis zum Ende. Das ist alles, was ich will. Ja, das will ich auch. Wir sind wie Spiegel füreinander. Deine Entscheidung mag vielleicht nicht sofort zu Stabilität und Frieden führen, aber unsere Vereinigung schafft die größte Chance auf eine friedliche Zukunft. Bereit? Ja. Oh, schade. Ich dachte, die machen es auf dem traditionellen Weg. Ist es das gute Ende? Ist es das schlechte Ende? Ich weiß es nicht. Kommt halt relativ ernst rüber. Kein Grinsen, nichts. Ach, Lily. Das sieht komisch aus. What the fuck? Eve? Bist du noch Eve?
Ja. Nun, das ist schwer zu beschreiben, aber... Lily, ich bin die Eve, die du bereits kennst. Ich hatte Angst, dass du zu jemandem wirst, der mir fremd ist. Lily. Verbindung zur Kolonie hergestellt. Sendeprotokoll. Fuck. Das war klar. Starke Nativa-Signale erfasst. Wechsle zu Kampfmodus. Habe ich mir gedacht, dass wir nicht um den Bosskampf noch zu rumkommen. Die Frage ist nur gegen Adam oder gegen Lily. Weil der Älteste verschwunden ist. Das ist ein direkter Kampfbefehl von der Kolonie. Ah! Eve! Vorsicht! Ah! 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 Hoffentlich machen wir Lily hier nicht kaputt. Oh Mann! Oh, ich hasse solche Kämpfe, die einfach auf Abstand gehen. Ja, das Problem ist... bringt mir halt alles nichts. Weil bis auf ein neues Outfit habe ich halt nichts bekommen. Ach ja, natürlich. War klar, dass das noch so passieren muss. Obwohl, warte mal, wir könnten jetzt theoretisch speichern. Einstellung, Ausrüstung, nein. Ich will speichern. Fuck. Ich dachte, das könnten wir machen, um alles nochmal, um beide Enden zu kennen. Das wäre schön. Ah, ich kann die Entscheidung... Ah!
Oh, komm schon, ich hab doch... What the fuck? Lily, versteck dich! Die Brille, die passt einfach. Ich weiß, hat irgendwas. Ja, die Maschine muss auch irgendwann Schaden nehmen. Kommt da ein bisschen später. Warum nicht vorher schon? Eve! Lily, geht's dir gut? Eve! Gesicht voll in die Brust gedrückt. Du hast dich die vermisst, aus ihre Polster vermisst. Leid, sei doch ehrlich, Lily. Ich bin den neuen Look noch nicht gewöhnt. Tja, irgendwann vielleicht schon, oder? Ja, Lily. Das wirst du sicher.
viele Dinge sind passiert heute. Tja, schlimm, ne? Und das war noch nicht alles. Gehen wir zurück zum Tetrapod. Warum haben wir so hässliche Krallen an den Füßen? Habe ich... Ja, Zui. Ja, Controller ist wieder voll. Schnell. Guck mal, schon mal, wie lange der hält. Eine sternenklare Nacht. Sternenlicht. Funkelnd, reflektiert von Satelliten. Die Zukunft vorherzusagen? Es ist, als würde man einen bestimmten Stern am Himmel finden wollen. Wer ist das? Ich diene der Zukunft der Menschheit. Nur ob diese Zukunft mich auch will, das weiß ich nicht. Aber um Vaters Willen werde ich nicht aufgeben. Der, der mich erschaffen hat, mich lehrte, derjenige ist nicht mehr. Boah, kein Geruchsfernsehen. Ja. Boah, der stinkt gerade übel. Ich möchte wissen, ob du wahrhaftig diese Zukunft bist. Mother Sphere? Schön, euch zu begegnen, Eve und Lily. Ihr habt meine Erwartungen mehr als übertroffen. Die finale Entscheidung war ein wenig enttäuschend, ja. Aber danke. Was? Wovon redest... Was redest du da bitte? Und damit endet das Eve-Protokoll. Geier. Lily, bleib zurück. Final Fantasy 7 Ende. Das ist also dein Plan? Dann werde ich tun, was ich tun muss. Nun kommt, meine Ist das so ein Ding, wo man sterben muss?
Oh, komm schon. Jung Dai Kim. Jung Dung. Donkey Lee. Oh mein Gott, ich feiere die Namen so sehr. Dong Mong Lee. Oh, Lead Level war doch seine Frau, ne, meine ich. Jung Min Lee. Ah, ne, das war, das könnte sein. Chang Min Lee. Chong Jung Lee. Okay, interessant. Song Lee. BQE Artist. Ja. Das ist interessant. Aber ja, bei Final Fantasy VII Crisis Core war das, glaube ich, also im Original auf der PSP war das, glaube ich, auch so, dass du auch einen endlosen, nee, da hast du auch einen endlosen Kampf gegen deine eigenen Kameraden geführt. Das ist so ein offenes Ende halt, ne? Falls das das Stellar Blade 2 macht. Naja. Dann haben wir es durch. Viele Lies wird die ganze Familie hat dran gearbeitet. Asia, Japan, okay. Germany? Gibt es das auch? Ah, ne, brauchen wir nicht. Lass den Studio. Oh, komm schon. Wir wollen doch eh nur daran verdienen. Studio Support North America. Na komm, auf. What the fuck ist das denn Ende? Ja, da hast du recht. Also auf normal brauche ich es nicht. Statt man einen Spielstände machen konnte. Das wäre cool gewesen. So hätte man im Zug beides machen können. Aber ich nehme an, damit wollen die den Wiederspielwert hier nochmal rausballern. Dass man vielleicht New Game Plus macht und sich dann anders entscheidet. Aber ich habe ein komisches Ende gemacht. Genommen. Ja, das ist korrekt. Na, muss man uns den ganzen Kram jetzt angucken. PlayStation, ja. Das ist aber bei Dingsbums. Ist das auch der Fall? Super Mario Kart. Da musst du dir die Credits auch einmal komplett ansehen. Kann ich ihn nicht skippen? Na komm, auf, hopp, mach hinne. Plattform Execution. Wer sind die ganzen Namen? So, damit haben wir Stellar Blade durch. Nancy Kim. Consumer Insights. Play this game on hard and go fuck yourself. Web and Omni Marketing Technologie. Was zum Geier? Ich finde es immer geil, wenn man Credits optional macht. Das finde ich halt immer super, wenn man sagt, hier brauchst keine Credits, kannst du dir im Hauptmenü angucken, wenn es dich wirklich interessiert. So bist es halt, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, die bringen den Soundtrack raus. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Den hole ich mir auf jeden Fall, wenn der rauskommt. Ich finde den ultra entspannt. So insgesamt. Ich muss eigentlich mal in den Soundtrack Rebirth, also 7 Rebirth. Den habe ich ja auch noch da. Legal and Public Policy, EMEA, Japan,
Media Group Streamline. Okay. Oh, komm, macht hin. Ich habe das Gefühl, das ist zeitbasierend. Ja, wie hat euch das gefallen? War ein schönes Spiel. Ob ich es nochmal auspacken werde? Schwierig zu entscheiden tatsächlich. Es hätte ein bisschen günstiger vom Preis her sein können, finde ich. Muss ja nicht immer so 70, 80 Euro teure Spiele sein. Dafür müssen sie halt auch nicht ultra lang sein, bin ich ehrlich, aber irgendwie. Tja. Besser als Final Fantasy. Echt? Ja gut, Final Fantasy ist halt sehr lang. Und ja, es ist halt. Es hat die Open World-Sektion halt sehr stark eingegrenzt. Das ist halt der Vorteil. Spiele, solche ist ja auch das, was Rollenspieler wollen. Ein bisschen Open World, okay. Aber nicht immer. Und das ist halt das, was viele große Spiele, die eine feste Fan-Community haben, halt falsch machen. Zum Beispiel Final Fantasy VII Rebirth. Die Charaktere sind super. Die sind auch schön erzählt. Aber die Open World und diese Türme und den ganzen Kram, das fühlt sich einfach an. Das fühlt sich halt gezwungen an. Das Original, das müssen wir mal spielen, das Final Fantasy oder das Remake, das ist gut gemacht, weil das nämlich keine Open World hat, sondern auf gute kleine Stories in Sektoren halt basiert. Zum Beispiel. Tja, also, es sind auch Androiden. Das ist Ersatzteillager. Final Fantasy zieht sich und gefühlt zieht und spielt sich jedes gleich. Immer wenn ich Final Fantasy bei dir reinschaue, ist das das Gefühl des... Obwohl, 16 war schon anders. Muss man sagen. 16 war... Vor allem habe ich ja auch nicht so viele Final Fantasies gespielt. Crisis Core war... Oder... Reunion? War auf jeden Fall anders. Und 16... Kannst du mit 7 auch nicht vergleichen. Aber 7, da zieht sich so ein bisschen, ja. Also es gibt trotzdem noch komische Nativas drüben, die gegen die Menschheit kämpfen. Also, wir haben zwar ein bisschen Hoffnung gekriegt, aber das Ende der Welt haben wir jetzt nicht gekriegt. Ist das nicht ultra schwierig, mit einem Flügel zu fliegen? Reise geht weiter, ja. Zweiter Teil kommt. Befürchte ich. Dass jedes Spiel unbedingt eine Fortsetzung braucht. Kann man nicht einfach mal einen One-Hit-Wonder reinsetzen. Einen guten Titel und fertig. Mit einem Anfang und einem ordentlichen Ende. Schwerer Modus frei. Um Ravens Anzug zu erhalten. Neues Spiel Plus freigeschaltet. Neue Fähigkeiten und Neues Spiel Plus hinzugefügt. Upgrade Verbesserung. Okay. Ja gut, das Problem ist, FF hat zwar viele Teile, 16 aktuell, mit vielen Splitten.
Aber es ist auch nur, es ist nicht mal eine Reihe. Das checken viele nicht. Jedes einzelne Final Fantasy mit einer Zahl dahinter ist ein eigenes Spiel. Also das ist wirklich nur der Name. Und es hat vielleicht 5 Gemeinsamkeiten. Final Fantasy 7 ist was anderes als 8. Komplett anderes, andere Charaktere als 9 und so weiter und so fort. Es gibt nur ein paar Sachen, die halt relativ gleich sind. Es ist immer irgendwas mit Magie. Es ist immer der Tiere sind gleich. Ja, zum Beispiel Nix, Gigant oder Titan. Das kommt immer gleich, aber ansonsten ist es eigentlich... Oder Chocobos kommen auch immer. Das sind so die Gemeinsamkeiten, aber die bauen nicht da auf. Auf Final Fantasy 15. Wir haben Final Fantasy 15 angezockt und es war ein komplett anderes Spiel mit anderen Charakteren, einem ganz anderen Setting als Final Fantasy 16 zum Beispiel. Und Final Fantasy 7 auch. Also das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie das Final Fantasy 7, dass sie das so ausgemeldet haben. Weil insgesamt gibt es, glaube ich, 5 verschiedene Final Fantasy 7 Teile. Wo ich mir denke, what the fuck? Genau, mehr ist das nicht. Um halt die Community abzuholen, ne? Also die hätten es auch anders da nennen können. Aber es wäre dann halt unbekannt gewesen. Tja, das war's mit Stellar Blade. So, YouTube-Aufnahme, macht's gut. Tudelü.